Hamburg im Dezember, es ist arschkalt und natürlich, es regnet mal wieder hier im Norden. Ja, was kann man trinken, wenn es richtig kalt ist, man durchgefroren ist? Glühwein, ja. Ich war letztens mit der Mopo unterwegs auf 11 Glühwein- oder Weihnachtsmärkten und habe Glühwein verkostet. Ich muss sagen, es war eine Qual. Also es ist viel, viel süßer Glühwein, der einfach viel zu pappig war, zu süß, nicht nach Wein geschmeckt hat. Ich habe zum Anlass gemacht, das mal aufzuräumen. Und wir haben einen ganz, ganz tollen Glühwein bei uns im Tevino-Shop. Boah, frisch. Na, Felix? Hallo. Okay, also wir haben uns zur Aufgabe gemacht, einen guten Glühwein zu finden, weil, wie gesagt, auf Weihnachtsmärkten, man hat wirklich viel schlechten Glühwein. Wir haben ein Tasting gemacht, wir hatten 12 verschiedene Glühweine dann hier vor Ort, Winzerglühwein, weil wir gesagt, wir wollen gerne was in der Flasche haben, was wir dann auch verkaufen, haben dann blind verkostet und es kam ein eindeutiger Sieger raus, aber so richtig eindeutig. Alle Mann haben gesagt, jawohl, es sind die Haltinger geworden, Haltinger Winzergenossenschaft aus dem Markgräfler Land aus Baden. Es sind ganz viele junge Leute im Keller, so wie ich gehört habe, Leute, die diese Genossenschaft gerade anschieben, die auch Bock haben auf Glühwein und die richtig guten Glühwein auf die Flasche bringen. Wir haben 2 Flaschen. Ich mag das auch, dass sie in so einer Weinflasche, in so einer Schlegelflasche abfüllen. Es ist Winzerglühwein Rot aus Spätburgunder und Regent. Jawohl, in Spätburgunder schmeckt man richtig gut raus, richtig krass. Und der Winzerglühwein Weiß aus Gutedel, 100%. Was sind unsere Kriterien gewesen für Glühwein oder meine Kriterien jetzt auch für diesen Mopo-Test? Das war natürlich Temperatur, er darf nicht zu kalt sein, nicht zu heiß. Dann Trockenheit und Süße. Also ein schlechter Glühwein ist einfach viel zu süß, sehr bappig. Guter Glühwein hat noch einen schönen trockenen Nachgeschmack. Also es ist ja auch so wie beim Wein. Man möchte ja dann nicht nur eine Tasse trinken, sondern, weiß nicht, wenn man so einen Tag auf einem Weihnachtsmarkt verbringt oder draußen einfach die Winterzeit, dann, weiß ich nicht, so 3, 4, ne? Becher sollte man schon leeren können, ja. Und natürlich ist mir wichtig, dass Glühwein auch immer nach Wein schmeckt. Also schließlich ist es ja Wein. Und das hat unser Haltinger auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich habe mir jetzt den weißen Glühwein mal ausgesucht. Den trinke ich gerade sehr gerne. Ah, da hat doch schon jemand genascht. Ja, läuft gerade sehr gut hier. Die Leute, die zu uns in den Laden kommen, kriegen natürlich auch einen eingeschenkt, können sich hier ein bisschen aufwärmen, sich ein bisschen warm machen. Ich hoffe wirklich, dass es ganz, ganz lange ganz kalt bleibt, damit wir dieses feine Heißgetränk auch lange genießen können. Also, der weiße Glühwein. Und man riecht hier schon beim Einschenken oder beim Ausgießen, dass hier wirklich toller Weingeruch im Raum ist. Also das ist wirklich so schöne Zitrusfrucht. Man riecht so ein bisschen die Säure, man spürt sie. Man hat so ganz unterschwellig, ganz dezent die feinen Kräuter-Gewürznoten. Man riecht ganz doll, ganz schön so ein bisschen Ingwer, Anis, Zimt. Aber wirklich diese Weinnote ist im Vordergrund. Und bei uns ist es wichtig, dass man zu Hause, wenn ihr den zu Hause habt, dass ihr den noch ein bisschen pimpen könnt. Also packt euch den in den Topf, gibt noch ein bisschen, also wir pimpen den zum Beispiel, den weißen, mit so ein bisschen Sternanis oder karamellisierte Mandeln. Super lecker. Also man kann da immer noch ein bisschen, den einfach so ein bisschen pimpen. Ich habe es jetzt 3-mal gesagt. Pimpio-Glühwein. 4-mal. Okay, also auch gerne eine Orangenschale ist wirklich ganz schön, weil der sehr, sehr dezent ist. Vom Geschmack auch. Das ist eine super schöne Säure, sehr frisch, bleibt trocken im Gaumen und ist einfach nur sehr, sehr lecker. Man hat ganz tollen Weingeschmack, wirklich so Zitrus, Orangen, bisschen blumig, toll eingebunden in die Gewürze, überhaupt nicht süß, total fein. Also Leute, der nächste Sonntag ist noch gerettet, nachmittags, ja. Diesmal kein Kaffee, kein Tee, macht euch einen Glühwein warm, gebt doch ein bisschen was rein an Gewürzen, was ihr mögt und habt eine gute Zeit. Prost. Ah, das ist gefährlich, ne?